Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Kornhub. Wir schauen uns jetzt den KCH490 an in der Version 1.0. Das Ganze gibt es auch für PlayStation 4 und Xbox One. Und Credits gehen raus an Cray Modding. Das Ganze findet ihr in der Kategorie Werkzeuge und dann Scheibenecken. So, hier haben wir ihn, KCH490. 180 PS benötigte Leistung, 9,8 Meter Arbeitsbreite bei 17 km/h maximaler Arbeitsgeschwindigkeit. Für 10.000 Euro unter Anschaffung, 510 im Leasing. Mit Konfiguration, Design und Anbaukupplungstyp haben wir drei Config-Möglichkeiten. Konfiguration haben wir KCH Rot, dann IKR Gelb. Als Design haben wir Standard. Dann haben wir Standard, sieht dann so aus, ne, Case, bla bla bla. Dann haben wir 1. Dann haben wir gar keine Deagles, beziehungsweise nur hier. Und dann haben wir 2. Dann haben wir hier hinten International 490 dastehen. Hier vorne weiterhin nichts. So, Anbaukupplungstyp haben wir einmal Anhänger, also so. Dann haben wir Cut 3. Und dann haben wir noch Cut 2. Also ein bisschen breiter, ein bisschen kleiner. Sowie Cut 4, noch breiter. Ich denke mal, ist dann eher so für die Fachmänner unter euch. So, ansonsten, so sieht das Ganze hier aus. Ist halt eine Scheibenecke, wie man es halt kennt. So zusammengeklappt, so nach oben schräg angewinkelt. Wir haben hier hinten zwei solche Warnklappen. Blinker und Co. sind in dem Fall jetzt nicht mit verbaut. Reifen sehen soweit ordentlich aus. Trelleborg-Reifen. Das passt soweit. Prinzipiell halt schön im Case rot gehalten. Case International 490. Dann hier nochmal Case. Die Deagles sehen gut aus. Wir Dynamic House haben wir auch. Das sehen wir dann nochmal in der Funktionalität. Jetzt hier prinzipiell als Anhängerkupplung. Kann man aber wie gesagt noch umstellen. Habt ihr ja gesehen. Und ja, simpel. Ich habe das Ganze dann mal hier vorbereitet. Hier habe ich das K3 dran gemacht, dass sich das dann hier hinten in dieser Schiene mit einbaut. Weil ich glaube, so anders wäre es gar nicht gegangen. Weil da fehlt dann hier dementsprechend was. Ihr seht hier Dynamic Hole, also ne, Schläuche sind dran mit verbunden. Das passt soweit. Ja, ansonsten simpel, ne? X aufklappen, das geht auch sehr, sehr schnell. Muss man lassen. Ist aber auch alles animiert, da glitscht auch nichts rum. 180 PS Leistung, habt ihr natürlich jetzt ein bisschen übertrieben hier, ganz klar. V senken und dann geht die Luzi ab. Und ihr seht auch, Arbeitsbreite wird vollkommen ausgenutzt. Partikelsystem ist mit dabei. Der Standard-Sound logischerweise auch. Das passt soweit. Außen die Räder drehen sich. Innen die sind dementsprechend mit angehoben. Ist, glaube ich, aber auch so gewollt, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, jetzt drehen... Ah ne, mal drehen sie sich, mal drehen sie sich nicht. Okay. Je nachdem, was für ein Höhenunterschied halt herrscht. Naja, gut. Aber ich glaube, das stört jetzt auch nicht so mega krass. Aber ihr seht, 17 km/h ist damit möglich. Das läuft auf jeden Fall schon mal. So, einmal nach oben. Einmal rumdrehen und einmal wieder zurück. Ansonsten, das ist der Lok. Ihr seht, sauber, passt soweit. Vielleicht ist der Preis ein little bit zu billig, aber das ist, denke ich mal, Geschmackssache, beziehungsweise kann dann ja auch jeder in der Mod-Desk selber anpassen, wer es halt teurer haben will. Nun, Download-Link inklusive Bewertung findet ihr in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein, peace and out.